Es ist einfach mega gruselig jetzt so mitten in der Nacht. Das ist total ruhig alles und ich denke die ganze Zeit, hier kommen Leute vorbei und das Zelt wäre fast eingekracht. Jo Leute, willkommen zu diesem weiteren Vlog! Und zwar war ich ja wie gesagt vor kurzem in Köln, Leute. Und da musste ich mir diese wunderschöne Matratze hier von Simon mitnehmen. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist jetzt hier oben mal verlinkt. Und die Matratze habe ich jetzt hier in meinem Zimmer. Aber da gibt es noch einen kleinen Haken daran. Oh, er hat auf jeden Fall gesagt, dass ich mir die Matratze hier in mein Zimmer legen muss. Und er dann hier jederzeit vorbeikommen kann und darauf pennen kann. Also es ist ein Schlafort in meinem Zimmer. Sollte ich gewinnen, dann musst du diese Luftmatratze in dein Zimmer legen. Und dann ist es mein offizieller Schlafplatz in deinem Zimmer. Und da dachte ich mir so, mein Zimmer. In dein Zimmer legen. Leute, was könnte mein Zimmer denn noch alles sein? Also, wie ist denn mein Zimmer definiert, meine Freunde? Kann ich mir denn auch einfach ein neues Zimmer bauen, was dann mein Zimmer ist? Und muss dieses Zimmer überhaupt hier sein? Simon, da hast du was nicht bedacht, Leute. Ich baue mir heute einfach mal ein neues Zimmer, wo dann diese Matratze dann pennen wird. Denn hier kann die auch einfach nicht sein, Leute. Hier ist alles voll schon mit Müll und whatever. Ich muss ja auf jeden Fall mal aufräumen. Aber ich hatte auf jeden Fall hier keinen Platz. Wir müssen nämlich jetzt hier ein neues Zimmer finden, Leute. Ich glaube, ich habe da was unten gefunden. Und zwar, Leute, mein Zimmer befindet sich in diesen Mülltüten hier drin, Leute. Mal schauen, was da drin ist. Ein Zelt! Simon bekommt auf jeden Fall ein Zelt in meinem Garten. Was dann mein Zimmer sein wird. Wenn du also hier mal pennen willst, wirst du auf jeden Fall hier eine 24-Stunden-Challenge in meinem Garten machen können, Leute. Gut, ich würde sagen, wir packen das Ganze doch einfach mal aus hier. Ich hoffe, ich bin nicht zu inkompetent, um mein Zelt aufzubauen, weil ich habe noch nie ein Zelt aufgebaut. Ich habe große Felsen und sie. Ja, was machen sie jetzt eigentlich? Ich habe große Felsen. Leute, darf ich vorstellen, das Krüppelzelt. Das Ding ist, das Kristall ist komplett kaputt eigentlich und die Heringe sind alle im Arsch. Leute, wenn das nicht symmetrisch ist, dann weiß ich auch. Leute, guckt euch diese unglaublich geilen Kurven an. Einfach nur top. Kleine Zeltmontage, Leute. Wenn du Bock hast auf eine 24-Stunden-Challenge in diesem Krüppelzelt, gönn dir, Diggi. Oh mein Gott, okay, mal gucken, ob man da überhaupt reingehen kann. Ich fühle mich gerade wie bei zu Hause im Glück, wenn man gerade in seine neue Wohnung geht. Ja, es klappt. Oh mein Gott, da kommen Emotionen auf mein neues Zimmer, Alter, richtig geil. Ja, fast perfekt, es fehlt doch nur noch eine Sache hier. Zack, fertig, hier ist auch schon sein Schlafplatz, Leute. Machen wir einen kleinen Bequemlichkeitstest? Ja, kann man machen, Leute. Ist doch geil, Alter. Ich liebe es auch, wie man hier rauskommt. Um auch wirklich sagen zu können, dass es hier Simons neues Haus ist, beziehungsweise natürlich mein Zimmer, Leute. Müssen wir dieses Bild hier erstmal irgendwo an der Wand anbringen, damit es hier auch ein bisschen dekoriert ist, ne? So. Nice. Okay, wie findet ihr mein neues Zimmer? Richtig top, oder? Hier hängt das Bild, hier ist die Matratze. Und man kann sich hier einfach hinschillen. Nice. Ich weiß, wisst ihr, was ich auch geil finde? Wie man hier rauskommen kann, ist auch richtig nice, Leute. Guckt euch das an. Das Einzige, was Simon jetzt nur noch sagen könnte, ist, das ist ja gar nicht dein Zimmer. Das sieht ja gar nicht aus wie dein Zimmer. Dagegen habe ich natürlich auch was vorbereitet, Leute. Das hier wird das Problem lösen, Leute, denn das zeichnet mein Zimmer einfach aus, Leute. Die Sitzsäcke sind in meinem Zimmer drin und die müssen auch im richtigen Zimmer sein, Leute. Leute, ich glaube, ich habe es geschafft. So, Leute, jetzt ist es offiziell mein Zimmer, Leute. Die Matratze ist da, das Bild ist da und der Hey-Sitzsack ist da. Ja, so kann man es doch hier schon richtig genießen, Leute. Also, Simon, wenn du Bock hast, komm vorbei und mach eine 24-Stunden-Challenge. Ich habe alles gemacht, was du sagst. Ich soll an die Matratze in mein Zimmer reinlegen und das ist ja offensichtlich mein Zimmer. Ich meine, das hier ist da und das Bild hängt da und... Also, Simon, komm vorbei. Ich finde das hier richtig geräumig, richtig schön. Ein kleines Problem gibt es aber jetzt noch, Leute. Damit, dass es auch wirklich hier mein eigenes Zimmer ist, fehlt es noch um eine Sache. Ich muss hier drin Zeit verbringen. Um das hier wirklich als mein eigenes Zimmer einzubürgern, muss ich hier länger als eine Stunde drin bleiben. Oder hier drin übernachten. Okay, ich muss also jetzt hier wirklich eine Nacht drin verbringen. Nice! Überlebenspaket. Ich glaube, wir können jetzt endlich drin übernachten. Okay, rein hier! In die gute Stube. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr, Leute. Ich muss jetzt hier übernachten drin. Meine Reserven sind am Start. Meine Bettdecke ist am Start. Wo ist mein Wasser? Mein Wasser ist auch am Start. Und das Wichtigste, Leute, mein Handy ist natürlich auch am Start. Und es ist 19.53 Uhr. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen ausruhen. Und ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Okay, Leute, es ist jetzt schon eine halbe Stunde vergangen. Und langsam bekomme ich ein wenig Hunger. Zum Glück habe ich meinen Toast halt mitgenommen. Nice. Den Rest spare ich mir für später auf. Der nächste Clip ist so schlau, wie ich bin, ohne Ton aufgenommen worden. Das heißt, man hört hier absolut gar nichts.
Auf jeden Fall war es da irgendwie 21 Uhr. Ich bin schon die ganze Zeit rumgegammelt, habe ein wenig was gegessen, habe ein wenig was getrunken. Habe auf jeden Fall schon gemerkt, es wird deutlich schwieriger, da rumzugammeln. Es ist auf jeden Fall schon spät geworden. Ich glaube, 2 Stunden ist es her. Ja, mal gucken, ob ich das einfach durchhalte. Leute. 23.56 Uhr. Es ist gleich 0 Uhr und ich bin jetzt schon echt mega müde. Ich versuche jetzt einfach hier mal ein bisschen zu pennen. Es ist einfach mega gruselig jetzt so mitten in der Nacht. Es ist total ruhig alles und ich denke die ganze Zeit, hier kommen Leute vorbei und das Zelt wäre fast eingekracht. Aber Leute, damit das auch wirklich hier mein Zimmer ist, muss ich hier halt übernachten, Leute. Ich würde sagen, gute Nacht. Leute. Ich kann hier drin nicht pennen, das ist einfach, die ganze Zeit kommen irgendwelche Geräusche und dieses Ding ist schon fast weggeflogen. Und Simon Will, ich wünsche dir viel Spaß hier und Leute, da morgen Schule ist, muss ich jetzt noch ein paar Stunden rausgehen und aufwachen. Leute, es ist 7.01 Uhr. Mein Zimmer wurde jetzt offiziell eingeweiht. Ich muss jetzt zur Schule, Leute. Es ist morgens. Ich muss mal nach draußen gucken. Ja. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft, Leute. Oh mein Gott. Jetzt haben wir 24 Stunden drin übernachtet, Leute. Oh mein Gott. Absolut krank. Leute, ich muss jetzt echt zur Schule. Ich hoffe, dass euch das gefallen. Abonniert für mehr kranke Scheiße. Simon, du wirst hier auf jeden Fall 24 Stunden drin pennen, Digi. Genauso wie ich das jetzt getan habe, Leute. Ich muss echt zur Schule, Leute. Hier gibt es täglich Videos, Leute. Also abonniert. Kommt zu spät. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns. Folgt mir auf Instagram. @dashelmoritz. Folgt mir auf allen meinen Social Medias. Haut rein. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft, euch zu verarschen, Leute. Ich hab's geschafft, euch zu verarschen. Natürlich bin ich keine 24 Stunden hier drin geblieben, Leute. Wie sehe ich aus, als ob ich das neben der Schulzeit mache, Leute? Leute, ich hab mir ein bisschen von den Prank Bros abgeguckt und hab mir einfach hier die Uhrzeit gewechselt, nur dass ich so schlau war und auch noch das Datum mitgewechselt habe. In Wirklichkeit ist es nämlich keine 7 Uhr, sondern 20.03 Uhr, Leute. Ihr wurdet alle geprankt. Okay, ich war von vornherein bis hinten geplant und gefaked. Fallt nicht auf alles rein, was ihr im Internet seht, Leute. Haut rein. Ciao.